ein herzliches Willkommen zurück zu einer nagelneuen Folge von Super Luigi oder Mario Galaxy 2. Letzten Folge hatten wir ein bisschen Spaß am Strand und ein bisschen in der Lava. Und jetzt geht es weiter in die fünfte Welt. Letzte Folge hatten wir auch die vierte Welt komplett abgeschlossen. Mehr oder weniger schnell. Aber so kann es ja auch mal passieren. Jetzt kann es eigentlich noch schlimmer werden und noch. Raumwirbelgalaxie. 3 Sterne stehen uns davor. 3 grüne Schabernacksterne. Und ab die Post. Einen höre ich schon mal. Einen sehe ich schon mal. Wow. Das wird kritisch. Ja, okay, ich kann mir denken, wie das laufen soll. Nee, wir müssen entsprechend hier auf der Außenlinie arbeiten. Das wird auf jeden Fall eine lustige Geschichte. Stimmt, wir können eigentlich auch von hier aus starten. Das kann ein guter Sprung sein. Ja. Also ein bisschen mit den blauen Magnetstern arbeiten und dann klappt das schon. Bisschen fummrig, aber kriegt man hin. 3 Minuten später, Sterne halten. Nächster Stern folgt zugleich. Wir wollen ja wieder heute ein bisschen mit Pensum arbeiten. Heißt, 2 Galaxien sind Minimum. Alles darüber, pure Luxus. Ich sehe ihn schon. Ja, und höre ihn jetzt auch gerade. Kann leicht werden, muss aber nicht. Ah, ich verstehe, okay. Geht jetzt auch wieder mit Zeitlupe. Boah, das war knapp. Da ist der Stern. Wir müssen also bis zum zweiten kommen. Da ist er.
und gecatcht. Heute geht's wieder ein bisschen schneller von der Hand. Gut, dritter Stern folgt zugleich. Oder dritte Stelle ist, keine Ahnung. Finden wir aber bestimmt gleich raus. Und es geht wieder. Mit Zeitlupe. Habe ich das gerade richtig gesehen? Ich hab's richtig gesehen. Wir müssen uns mit der letzten Kanone, oder von der Mitte, die letzte Kanone einfach reinschießen. Auch relativ einfach. Man muss er auch erstmal spotten, dann weiß man auch. Galaxie komplett! Die erste Galaxie. Und das in 7 Minuten Rekordzeit. Da kommen wir heute ja noch gut voran. So, wir haben hier noch 6 Galaxien und, nee, 7 Galaxien insgesamt übrig. Jeweils 3 mit 3 Sternen und 3 mit, nee, 6 Galaxien noch übrig. Weil das hier ist ja die Röhre. 3 mit 3, 3 mit 2 Sternen. Wir machen mal mit der Moon-Galaxie weiter. Weil wir haben ja vorhin schon mit einer 3-Stern-Galaxie begonnen. Es gibt wahrscheinlich wieder so 3 Folgen. Pro Welt. Heißt hochskaliert, sind es circa noch 9 Folgen insgesamt. So, da haben wir einen Stern schon gesehen. Bisher Luigi macht sich gefasst. Huhu, ist wieder da. Pack dein Dreck weg aus. Hier brauchen wir den aber nicht. Anscheinend ist hier unten noch nichts. Aber hier können wir gut was. Da sehen wir einen. Ach, das ist die Geschichte wieder. Okay. Man hört 2 Sterne. Einerseits den einen geheimen Stern. Und einmal den grünen Stern. Deswegen hört sich das so verzerrt an. Nicht beirren lassen. Besonders nicht verwirren lassen. Aber mit Luigi ist das noch ein bisschen schwieriger, weil er ja immer noch rutscht.
Aber hier hinten hört man nur noch den normalen. Einfach da fallen lassen, da hat man den ersten. Und ich glaube, ich habe da gerade noch einen zweiten gesehen. Toll. Also ich glaube, einen haben wir doch schon verpasst. Ja, das ist der zweite. Lass mich raten, der erste ist hinter dem Versteckten. Wahrscheinlich. Okay, kriegen wir hin. Und den dritten haben wir auch schon gesehen. Wir haben alle drei schon gesehen, alle drei gespottet. Also habe ich mich nicht verhört. Luigi, einmal durchspeeden. Macht dir nichts aus, ansonsten hättest du den Dreck weg mitnehmen sollen. Bisschen speeden geht immer. Und ich hatte gedacht, man hört den da hinten. Aber nein. Das war bereits schon der nächste. Oder der erste. Okay, dann müssen wir halt wieder aufpassen und hoffen, dass wir keine waghalsigen Aktionen machen. Ja, man hört eindeutig da so. Alter, das ist gemein. Echt gemein. Man denkt, man hört ihn da hinten. Nein, es ist der da oben. Aber wenigstens können wir unsere Power-Ups hier durch abfüllen. Hier bekommen wir nämlich immer wieder drei Stück. Gut gerettet, Luigi. Du musst aber gleich auf Zack sein. Ist eher die Frage, ob Mario an dieser Stelle besser geeignet ist, weil er halt nicht rutscht. Aber grüne Sterne ist ein Job für Luigi. Und das war wieder ein Fail. Komm. Luigi, das schaffst du. Es ist immer einer von den Sternen, der schwieriger ist. Es ist immer so. Ist überhaupt schon eine Kunst, dass Luigi so weit und so viele geschafft hat.
Autsch. Und da haben wir den. Das Schwierige ist eigentlich nur, den Parkour-Kurs hier irgendwie zu meistern. Alles andere ist einfach nur gemein. 197 Sterne. Glückwunsch, wir haben jetzt genauso viele Sterne, wie ich bei meinem Privatspielstand habe. Gut. Weiter geht's. Brechen wir den bisherigen privaten Rekord von mir. Naja, wir wissen, wo der letzte ist. Da oben. Nämlich. Aber so wie es aussieht, kommen wir auch relativ gut voran. Die paar Abkürzungen tue ich mir aber dennoch gönnen. Und die One-Ups erst recht auch. Das war knapp. Luigi, Konzentration. Ich sagte Konzentration! Mann. Luigi! Ich weiß, wir haben sehr viele One-Ups. Das heißt aber nicht, dass du die jetzt verschwenden musst. Brauchen wir vielleicht auch noch für die nächste Folge? Toll. Machst es aber irgendwie auch nicht besser, oder? Aber immer noch die beste Methode, um One-Up zu farmen. Man verliert zwar einen, aber man bekommt zwei dazu. Gut. Holen wir uns schnell den letzten grünen Stern. Ich glaube, das können wir uns auch einfach holen. Achso, das bleibt dauerhaft. Okay, gut. Ganz oben, okay.
Long Jump und ein Spin reicht aus von der Buchkante. Gut, Luigi. Gute Arbeit. Gab's wieder ein paar Fels. Aber das Tagespensum ist erreicht. Galaxie komplett. Hat ein bisschen gedauert. Aber mit dem aktuellen Pensum bin ich zufrieden. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. In der nächsten Folge geht's weiter. In der fünften Welt. Mit den Schabernack-Kometen. Haut rein. Ciao. Haut rein.